Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sprechen wir darüber, wie 2021 war, weil wir das jedes Jahr machen. Yeah. Es ist zwar diesmal so, dass wir jetzt nicht so über so private Dinge sprechen und so großartig, denn ja, das haben wir letztes Jahr gemacht, aber es sind sehr viele Dinge passiert, sowohl positiv als auch negativ, die aber hier nicht so reingehören, beziehungsweise die teilweise noch am Laufen sind, über die man jetzt noch nicht so in der Form sprechen kann. Kann ich vielleicht irgendwann darüber sprechen, aber jetzt noch nicht. Deswegen sprechen wir einfach nur über das YouTube-Technische. Und da gibt es auch schon einiges zu sagen, not gonna lüge. Fangen wir erstmal damit an. Also, ich habe mir irgendwann im August oder so, habe ich mir dann das Ziel gesetzt, dass wir dann vielleicht so 350 Abos erreichen könnten. Wir haben mit knapp 200 Abos ins Jahr 2021 gestartet. Laut Social Blade habe ich jetzt in einem Jahr 168 Abos gemacht und wir haben das Ziel von 350 Abos, haben wir erreicht tatsächlich. Wir sind jetzt mittlerweile bei 360 schon. Vielen, vielen Dank dafür, dass hier immer noch Menschen sind, die meine Videos schauen. Also, das macht mich sehr glücklich. Vielen, vielen Dank, wirklich. Ich verstehe immer noch nicht, wieso sollte man mir zuschauen? Also, ich mache hier Trash, Sims-Content, I don't know. Also mir macht Spaß und so, aber trotzdem verstehe ich nicht, wieso man mir dabei zuschauen sollte. Ihr wisst, ich bin sehr dankbar. Ich sollte noch öfter sagen, dass ich dankbar bin, also weil for real, also es passieren, das hier ist einfach mein Comfort-Place, ja? Also not gonna lie, es gibt keinen Ort, wo ich mich so sicher und wohl fühle wie mein YouTube-Channel so. Ich meine, ich habe, soweit ich mich erinnern kann, habe ich das komplette Jahr über keinen einzigen negativen Kommentar bekommen. Aber was ist da los? Was für eine Bubble bin ich hier gelandet? Also, in einer guten, wie man sich vielleicht denken kann. Aber ja, I love it. Ja, wir haben einige Änderungen durchlebt. Anfang des Jahres war ich ja noch ziemlich hardcore dabei, was das mit den zwei Videos die Woche angeht und so. Es hat sich dann irgendwann, circa ab Sommer hat sich das geändert, dass ich dann zumindest das Mittwochsvideo dann mal weggelassen habe. Dann irgendwann fing es dann an, dass auch mal das Samstagsvideo ab und zu ausgefallen ist. Und ich habe mich echt schlecht dabei gefühlt, weil, ja, also das ist nicht böse gemeint gewesen von den Leuten, aber wenn dann jemand gesagt hat, oh, ich hab mich so drauf gefreut und schade, dass es dann doch nicht kommt und so. Ja, also es tut mir halt auch voll krass leid, weil ich bin nun mal ein sehr, sehr konsequenter Mensch. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch. Und wenn es halt ist, ich bringe jede Woche Samstag ein Video raus, dann mache ich das eigentlich auch. Und das wisst ihr auch. Also gerade Anfang des Jahres, ich habe alles dafür gegeben, immer zwei Videos die Woche hochzuladen und so. Aber es war halt einfach irgendwann nicht mehr möglich und vereinbar mit Arbeit und sowas. Und ja, gerade jetzt letzte Woche kam auch gar kein Video zu Weihnachten. Also am 25. wäre ja Samstag gewesen, da wäre ein Video hochgekommen. Trotzdem ist nichts da gewesen. Wir haben ja jetzt quasi vereinbart, es ist in Ordnung, wenn mal nichts kommt. Weil ich habe ja dann auch selber gesagt, hey, ich schaff's einfach nicht. Und ich mache mir einfach selber diesen Druck. Also ich bin selber diese Person, die sagt, ey, du musst aber. Also muss ich natürlich nicht. Das hier ist immer noch ein Hobby. Es ist immer noch was, was mich nicht kaputt machen soll. Und ja, und ich bin aber unfassbar fucking dankbar, weil ich hatte immer Angst, dass ich dann irgendwie ein bisschen lost bin, in Anführungszeichen. Also, dass ich halt, ja, Zuschauer verliere, dadurch, dass ich dann mal eine Woche halt gar nichts poste oder so, gar kein Lebenszeichen habe. Weil das ist immer das, was einem so gesagt wird, ja, also wenn du eine Woche nichts hochlädst, dann hast du halt schon fast verkackt so. Und das ist halt so, man macht sich natürlich auch die Gedanken und das wäre natürlich sehr schade, weil ich habe mir natürlich halt so ein paar Menschen hier aufgebaut, die hier meine Sachen gucken und die zu verlieren wäre natürlich sehr, sehr schade. Aber wir haben gemerkt, irgendwie gefühlt laufen die Videos sogar besser, wenn ich eine Woche lang mal nichts hochlade. Das ist sehr interessant. Und die Leute haben mir auf verschiedenen Social-Media-Seiten haben mir auch geschrieben, hey, mach dir nicht so einen Druck. Es ist in Ordnung. Du, deine Gesundheit und alles Weitere sind viel wichtiger, als dass hier ein Video online kommt. Und ohne Witz, ihr nehmt mir einfach diesen ganzen Druck weg, den ich mir selber mache. Ja, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil jetzt,
habe ich jetzt, ich bin zwar immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ach, wenn es mir wirklich so schlecht geht, dann mache ich nichts, hahaha. Na, ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich mir sage, hey, wenn es irgendwie geht, dann kommt trotzdem mein Video. Ja, ist halt, das ist der Kanal, ist halt mein Baby. Not gonna lie, wir sind hier schon seit irgendwie 3 Jahren dabei, irgendwas zu machen. Demnach ist es wohl normal, I guess. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr nehmt mir den Druck weg, das ist schon gut. Also es fühlt sich schon nicht mehr ganz so schlimm für mich an, wenn ich sage, hey, es kommt mal kein Video, weil ich war krank oder ich habe so viel zu tun und ich schaff's einfach nicht. Und wie gesagt, ich bin einfach unfassbar fucking dankbar für euch, für alles, was hier in diesem Kanal passiert ist. Also wenn ich so drüber nachdenke, wir hatten schon so ein paar Videos, die doch eine gute Aufrufzahlen gemacht haben, womit ich auch nicht gerechnet hatte. Gerade jetzt das letzte Video, was online kam, die Tierliste zu den Packs, war sehr interessant, dass das dann doch so gute Aufrufzahlen geschlagen hat, gerade weil das Video halt literally 40 Minuten ging. Ich bin froh, dass das hier, dass mir halt einfach diese Chance gegeben wird, dass wir halt uns ein bisschen austauschen können über halt diesen Sims-Content und dass ich euch zeigen kann, wie ich spiele und keine Ahnung. Ja, das erste Video, was sonst jetzt nach diesem in 2022 gepostet wird, wird die 100 Baby-Challenge sein, denn Folge 100 steht immer noch aus. Ich wollte es eigentlich letztes Jahr noch schaffen, aber es ging halt irgendwie nicht. Und jetzt machen wir einfach das Besondere daraus und posten ist dann das erste Video in 2022. Because we all love the 100 Baby Challenge. Und vor allem, diese Challenge hat halt literally einfach diesen Startschuss für diesen Kanal gegeben. Das ist halt das erste Projekt, was halt wirklich Menschen auf diesen Kanal gelotst hat, sag ich mal. Ja, ich bin absolut ready dafür. Gerade weil wir jetzt ja das neue Haus gebaut hatten und so. Und ich freue mich einfach sehr. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, weil auch wenn ich hatte ursprünglich ja gefragt, ob ihr zu Weihnachten lieber ein Weihnachtsspecial haben möchtet oder also den 100. Part der 100 Baby Challenge. Es hat zwar gewonnen, dass es ein Weihnachtsspecial hätte kommen sollen, aber trotzdem haben Menschen für die 100 Baby Challenge gestimmt, demnach. Das Projekt ist immer noch beliebt, obwohl das Ding halt einfach jetzt literally dann 100 Parts hat, was sehr, sehr wild ist, weil mir wurde immer gesagt, Serienprojekte kannst du erst anfangen, wenn du eine gewisse Zuschauerschaft hast. Ich habe mir aber gedacht, ey, ich habe richtig Bock auf diese Challenge. Ich fange sie jetzt einfach an, ohne dass hier großartig Menschen zugucken. Und literally dieses Ding hat mir einfach den Großteil meiner Zuschauerschaft beschert. Und man muss sagen, diese Playlist, dauerhaft hat die so unfassbar fucking viele Stunden an Wiedergabedauer. Also Leute binge-watchen diese ganze Series und ich liebe es so sehr. Diese Challenge ist einfach das Wildeste, was mir hätte passieren können. Not gonna lie. Ja, mehr habe ich, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Also ich habe jetzt schon 100 Mal Danke gesagt. Ich sage nochmal Danke für alles, was ihr mir hier so gebt. Also wir sind ja hier sehr positiv und so miteinander. Das ist ganz toll. Und ich liebe es auch, dass wir so respektvoll miteinander umgehen können, auch wenn mal Meinungsverschiedenheiten herrschen. I love it. Ich liebe es, mit euch zu diskutieren. Ich liebe es, Feedback zu bekommen und generell mit euch zu interagieren, einfach I love it. Und ich bin dankbar und ich freue mich, mit euch dann das neue Jahr kennenzulernen. I don't know. Was passiert in diesem Sims-Jahr? Wir werden sicherlich noch Packs bekommen. Wir werden sicherlich noch irgendwelche coolen Updates bekommen. Mal schauen, was man daraus so machen kann. Wir haben natürlich noch ein paar Projekte, die am Laufen sind. Maybe fangen wir irgendwann nochmal ein neues Projekt an. Also irgendwann werden ja auch Sachen enden. Mal schauen, ob wir das vielleicht dieses Jahr in irgendeiner Form hinbekommen oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dieses Jahr so bringt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und wie gesagt, ich freue mich, mit euch diesen Weg zu gehen. Und ja, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder bei der 100 Baby Challenge. Folge 100. Das wird sehr besonders. Sehr besonders, das sage ich euch jetzt schon. Also für mich einfach auch. Also es wird vielleicht nicht unbedingt was Besonderes passieren, aber es ist besonders, 100 Folgen von einem Let's Play zu haben. Not gonna lie. Gut, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.